Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Heute mit dem Thema Angst und die Beziehung zur Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf Angst aufgebaut. Warum sage ich das so in aller Deutlichkeit? Um dich aufzuklären und dir eine Chance zu bieten. Wäre die Gesellschaft nicht auf Angst aufgebaut, wäre sie auf Liebe aufgebaut, so würden wir der Angst begegnen. Und das möchte ich wirklich jetzt nochmal sagen, um dir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Die Gesellschaft ist auf Angst aufgebaut. Wäre sie auf Liebe aufgebaut, würden wir der Angst begegnen. Egal was wir tun, egal welchen Weg wir einschlagen, du wirst diese Erkenntnis überall wiedererkennen. Von klein auf haben wir 2000 Möglichkeiten offen, aber ständig mit der Angst zu tun und ständig mit der Angst konfrontiert zu werden. Das sage ich aus einem Grund, um dir eine Chance zu bieten. Denn man darf sich keiner falschen Hoffnung hingeben, dass man in der Gesellschaft sich selbst leicht selbst verwirklichen kann, dass es einfach ist. Das ist es nicht. Man wird vor zahlreiche Herausforderungen gestellt und die Kernkompetenz, die ganzen Aufgaben zu meistern, ist, mit der Angst umgehen zu können. Wer nicht mit der Angst umgehen kann, geht unter in dieser Gesellschaft. Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn auch ich war ganz unten in vielerlei Lebensbereichen. Deshalb möchte ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit erwähnen. Je mehr Erfolg ich habe, jetzt durch diesen Prozess, den du hier erkennen kannst, aber auch Prozesse, die du nicht siehst in meinem Leben, erkenne ich das umso mehr. Nun, was kann ich daraus mitnehmen? Zuerst einmal kannst du daraus eine riesige Chance fassen. Und zwar die Möglichkeit, dass deine Ängste dir zur Freiheit verhelfen. Denn nichts anderes tun sie. Erst wenn du durch deine Ängste bemerkt wirst, dass du, dass es nicht einfach ist, über sich selbst hinauszuwachsen, dann erlangst du richtige Freiheit, weil dann alle Illusionen verschwinden, dass es einfach ist, du machst dich vielleicht fertig oder so, dass du bestimmte Aufgaben nicht hinbekommst. Wobei da tatsächlich wirklich ganz schöne Ängste sind, die teilweise dort auftreten, besonders wenn es darum geht, viel über uns hinauszuwachsen oder unser Leben zu verändern. Zum Beispiel die Angst vor Erfolg. Was könnte passieren, wenn es tatsächlich klappt? Ja, jeder spricht über die Angst des Versagens, aber niemand spricht über die Angst vor Erfolg. Weil wenn ich Erfolg habe, dann ändert sich tatsächlich alles. Nun, was kannst du dagegen tun? Letztendlich kannst du erstmal die Angst so sehen, wie sie ist. Nämlich eine Emotion, ein Gefühl wie jedes andere auch. Und das ist eine gute Nachricht, denn wir Menschen sind in der Lage, mit der Angst umzugehen. Dazu brauchen wir nichts. Und auch darin liegt die Stärke. Das ist nämlich die Verletzbarkeit, Mensch zu sein. Denn erst dadurch, dass wir wirklich nichts brauchen, erfinden wir auch nicht irgendwelche Dinge, von denen wir abhängig sind, von denen wir uns etwas versprechen, was es nicht einhalten kann. Nein, ganz schlicht und weg, so wie es ist. Wir sind als Mensch in der Lage, mit der Angst umzugehen. Das ist alles, was wir brauchen. Die Bereitschaft. Die Bereitschaft, mit der Angst umzugehen. Das kannst du dir vorstellen, wie als wenn du die Angst fühlst. Ja, das heißt, du setzt dich mit der Angst auseinander, wenn du sie spürst. Du erkennst sie als einen Teil von dir selbst und du bleibst standhaft. Das heißt, du bleibst einfach in dieser Situation. Du bist einfach anwesend. Das ist alles, was es braucht. Mehr nicht. Und du wirst im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen auch treffen. Nun zum Prozess deiner Entwicklung mit Angst. Du kennst es hier im Channel, wird immer darauf eingegangen, ich predige das in meinen Coachings rauf und runter. Du brauchst eine Routine, in der du dich aktiv mit dem spezifischen Thema auseinandersetzt und du musst das Ganze, dein neues Potenzial, was du erweckt hast, in dein Leben übertragen. Ja, du musst das ausleben. So, und das tust du, indem du beispielsweise dich selbst therapierst, wenn es um Angst geht, wenn du große Ängste hast. Gehe nachts in den Wald. Das ist auch schon alles, was du tun musst. Sei behutsam. Du willst dich nicht drängen. Du willst
inspiriert werden von Herausforderungen, du willst dich beflügeln lassen, aber du willst dich nicht drängen, du bist nicht da, um irgendeine Mutprobe zu erfüllen. Nein, du setzt dich einfach mit der Angst auseinander. Der zweite Aspekt ist, wenn du deine Angst ausleben möchtest, also wenn du von der Angst befreit werden möchtest, indem du sie nutzt im Alltag, dann mach einfach Folgendes. Das nächste Mal, wenn du im Alltag eine Situation hast, wo du merkst, oh, jetzt habe ich so ein komisches Gefühl, dann forsche kurz nach, bleib einfach da, wo du bist, bleib einfach präsent und stell dir das Ganze vor wie Müdigkeit. Ja? Wenn du morgens aus dem Bett kommst, dann fällt es dir schwer, ja? Der Wecker klingelt und du bist müde. Also, du kannst mehrere Möglichkeiten, du kannst einfach aufstehen, irgendwie aus dem Bett fallen und einfach Richtung Badezimmer gehen. Wenn du da bist, dann hast du es geschafft. Ja? Du hast nicht viel auseinandergesetzt, aber du hast es trotzdem geschafft. Ja? Das heißt, die Angst wird dich nicht aufhalten, die Müdigkeit hält dich nicht auf. Du kannst einfach das machen, was du willst, ohne dich großartig mit der Angst auseinanderzusetzen. Irgendwann wirst du mal besser drin und so weiter. Du kannst aber auch einfach aufwachen, ja, und diese Müdigkeit spüren und dann langsam daran erinnern, okay, ich möchte jetzt aufstehen, ich werde jetzt langsam wach. Diese zwei Möglichkeiten sind die zwei Aspekte, wie du mit deiner Angst im Alltag und in deiner spezifischen psychologischen Methode umgehen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, mich hat es gefreut, dass du wieder dabei warst, schreib mich gerne kostenfrei an, sicher dir kostenfrei ein Erstgespräch. Ich kann mit meinem Leben sagen, ich habe schon große Ängste bezwungen und ich kann dir helfen. Ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.